geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Younessa Vlog. Es ist Samstag und ich werde jetzt frühstücken. Chillt mal, kleinen Katzis. So, ich glaube, ich habe nur noch 2 Shakes oder so zur Verfügung. Einmal Ananas-Mango, was ich schon mal hatte, und einmal Vanille. Ich glaube, ich werde heute Vanille trinken. Auch wenn das nicht so spektakulär ist. Aber ja gut. So, jetzt mache ich mir mal hier mein Zeug. Ich habe heute übrigens, ich habe voll Bock heute so Ketchup zu machen. Also Low Carb Ketchup. Den ich auch während der Stoffwechselkur essen kann. Weil das wäre echt geil. Wo ist diese Ketchup? Da! Ketchup ohne Zucker. Und das ist drin. Und das würde ich weglassen für die Kur. Aber sonst kann ja alles rein. Ja. Ich glaube, das mache ich später. Vanille war übrigens lecker. Also ich kann echt bis jetzt alle von diesen Biotech Whey Protein Dingern empfehlen. Von diesen Iso Whey Zero von Biotech USA. Also wenn ihr die Kur macht, die sind ohne Aspartam. Ihr könnt euch da alle von bestellen, die ihr wollt. Miau. Wo ist die? Wisst ihr Bescheid. So. Ich muss mein Video fertig machen. So, wir versuchen jetzt Ketchup zu machen. Als erstes brauchen wir 50 Gramm Sellerie. Ich habe einen sehr großen Sellerie und habe keine Ahnung, wie viel 50 Gramm sind. 5, 10, 30. Okay. 40. Yay! Jetzt kommt eine Zwiebel. Eine Zwiebel. Und jetzt wird das Ganze erstmal klein gemacht. Ungefähr so. So, jetzt kommt das, was tricky ist. Jetzt soll nämlich eigentlich ein Esslöffel Öl dazu. Aber ich kann ja gerade kein Fett zu mir nehmen. Deswegen versuche ich einfach mal ein Esslöffel Wasser. Vielleicht ein mini bisschen mehr. Und versuche, ob das auch klappt mit dem Dünsten. Jetzt sind wir mal gespannt. Das sieht doch ganz gut aus. Glück gehabt. Jetzt kommen 2 Dosen Tomaten dazu. So, 1, 2. So, dann brauchen wir 10 Gramm Ingwer. Ich habe keine Ahnung, wie viel 10 Gramm sind. Das scheinbar noch nicht. Zehn. Passt. By the way, ich liebe den Geruch von Ingwer. Ingwer riecht so gut. So, jetzt brauchen wir 20 Gramm Balsamico. Wenn ihr das auch während der Kur macht, achtet darauf, dass es alles zuckerfrei ist. Also sowohl die Tomaten als auch Balsamico und so. Weil auch in Tomatenmark oder passierten Tomaten oder so ist mega oft Zucker drin. Auch in Balsamico. Deswegen da einfach drauf achten. So, jetzt brauchen wir noch etwas Pfeffer. Und 2 Teelöffel Salz. Eins. Zwei. So. So, und jetzt muss das 35 Minuten ein bisschen kochen. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. Falls ihr was sehen könnt, so sieht das Ganze jetzt aus. Na toll. Perfektes Timing. Ihr habt ja gerade gehört, dass es geklingelt hat. Das kam an. Ich habe nämlich letztens mein
Messbecher hiervon geschrottet. Und ich muss das jetzt pürieren und dafür brauche ich den. Und der kam gerade genau an. Deswegen, zack, kann ich das jetzt pürieren. So, jetzt wird das Ganze mit etwas Zucker abgeschmeckt. Das ist so wie Zucker, nur ohne alles, so ungefähr. Ich mach mal 3 Teelöffel jetzt rein. Im Rezept stehen 4, deswegen mal sehen. Leute, ich muss sagen, das ist echt lecker. Es war jetzt halt noch warm, aber sonst, das ist voll lecker. Mmh. So, Ketchup ist fertig, umgefüllt in eine Milch-Kaffee-Flasche. Läuft bei mir. Und der kommt jetzt in den Kühlschrank und der ist echt lecker, hätte ich nicht gedacht. So, Leute, es ist jetzt an der Zeit fürs Schminken. Ich habe gerade Mitesser ausgedrückt. Deswegen sieht mein Kinn so rot aus. Manu. So, ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Muss mich jetzt auch direkt anziehen, weil ich fahre jetzt noch zu Nicole, bevor ich arbeiten gehe. Ja. Ich muss erstmal noch ganz kurz mein Handy laden. Ich habe nämlich nur noch 4%. Das ist nicht so viel. Ja. So, Video ist online. Beide Videos. Ich habe ein Unboxing heute hochgeladen. Ja, so, und jetzt ziehe ich mich an. Warum genau setze ich mich aufs Sofa? Egal, jetzt ziehe ich mich an. Und dann werde ich zu Nicole fahren. Boah, ich habe so viel Haarspray gerade in den Haaren. Aber die müssen halten, bis ich arbeiten gehe, die Locken. Hm. Hallo, Bibilein. Hallo. Wie geht es dir, kleine Katze? So, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zu Nicole. Und ich denke, wir hören uns gleich nochmal, bevor ich auf die Arbeit gehe. Bis gleich. Sonne. Schöne Sonne. So, ich muss jetzt gleich los zur Arbeit. Ich bin jetzt kurz wieder zu Hause, weil ich mich noch fertig machen musste für die Arbeit. Ich wollte aber noch ganz schnell Kommentare durchgehen. Mal gucken, was so abgeht. Warum sehe ich aus, als hätte ich geheult? Frage, als was arbeitest du nochmal? Ich arbeite in einer Disco hinter der Bar und als Trainerin im EMS-Studio und ich bin Make-up-Artistin. Da war meine Stimme weg. Wie viele Beziehungen hattest du bisher? So richtige und auch längere Beziehungen? 2. Bester Kommentar. Hallo. Hi. Wie hast du deinen 18. gefeiert und hast oder spielst du Sims? Ich habe meinen 18. gefeiert, da habe ich mir so ein Vereinsheim, glaube ich, gemietet und habe alle meine Freunde eingeladen und wir haben da gefeiert. Das war ganz cool eigentlich, bis auf, dass es ein bisschen eskaliert ist. Und ich habe mal Sims gespielt, aber ich habe das nicht so mega gesuchtet. Ich habe das, glaube ich, auch noch auf meinem PC. Keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gespielt, auch öfter, aber nicht so mega krass gesuchtet. Nala und Elsa sind fast 2 Jahre, im August 2 Jahre. Das habe ich auch schon ein paar Mal beantwortet. Und ja, ich mache eine Roomtour. Hi, du meintest mal, dass du deine jetzige Haarfarbe hast, aber du warst doch mal blondiert oder meintest in diesem Vlog, dass du sie schwarz hattest. Also wie bist du dann wieder zu deiner richtigen Haarfarbe gekommen? PS, kannst du mich grüßen? Liebe Grüße an dich, Lorin. Genau, also das ist meine Naturhaarfarbe. Ich habe sie dann irgendwann mal schwarz gefärbt. Und wollte sie dann wieder heller haben. Da habe ich dann irgendwie sie braun gefärbt, aber irgendwie hatte das nicht einen wirklichen Effekt. Dann habe ich das rauswachsen lassen und dann waren sie wieder so. Und irgendwann dann habe ich sie blondiert. Dann war ich blond und dann habe ich einfach wieder mit braun drüber gefärbt. Das wurde dann sehr dunkel, fast schwarz, aber das hat sich rausgewaschen und ist dann auch wieder rausgewachsen ein bisschen. Und jetzt ist es wieder so, wie es jetzt ist. So, ab geht es für mich auf die Arbeit. Hallo. Jonissels, Vanissels, eigentlich ja. So, Jonissels. Geh mir nicht auf den Sack, ich will mein eigenes Intro machen. Ich habe eine Blume. Oh ja, die ist wirklich wunderschön und. Die ist echt so. Ich habe meine Intro-Melodie nicht mit. Die ist echt. Ist sie echt? Ja. Was ist das für eine Blume? Die habe ich von Marc gerade bekommen. Von wem? Marc. Wie? Wem? Marc. Hoff damit. Ich bin allergisch gegen das. Sind wir gegen Blumen? Ach, nein, ja klar, ich bin ja alle Blumen allergisch. Nein, mich nicht, auf keiner Seite. So, es ist der 2. Tag in Folge, wo ich mich fast selber filmen darf. Und dass ich das noch erleben darf. Hm, so, jetzt musste ich mal pausieren. Was haben wir denn im Flur eigentlich?
Wir haben 4 Uhr. Voll früh. 4.30 Uhr. Eigentlich früh, aber für mich heute zu spät auf jeden Fall. Was hast du denn heute gemacht in deinem Vlog schon? Wo warst du denn unterwegs? Ja, und dann hast du dir, nimmst du die Kamera mit, damit ich noch ein paar Minuten irgendeinen Quatsch labern kann. Ja, aber ich bin es 4.30 Uhr. Da hört auch bei mir irgendwann das Labern auf. Nein, natürlich hört es auch nicht um 4.30 Uhr auf. Auch wenn ich absolut fertig aussehe jetzt. Aber, was sagst du dazu? Ja. Ja, auch. Ich habe nicht zugehört. Ja, aber ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Die stimmt mir voll und ganz zu. Oh. Boah. Ja, eigentlich ist es echt noch früh, 4.30 Uhr. Ist wirklich früh. Ja, aber für mich ist es zu spät, da ich heute Fußball spielen war. Und da ich so lange keinen Sport gemacht habe. Die ganze 10 Minuten. Das war mehr als 10 Minuten, das stimmt nicht. Kann ich meine Beine, spüre ich meine Beine kaum noch. Tja, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Um 4.30 Uhr ist mir viel zu crazy. Was machst du morgen? Der Abend war super. War nicht so viel los, aber was willst du machen? Gibt's halt auch mal. Vanessa, Mädels, nach an der Karte. Jetzt dachte ich mir, ich zieh mich mal zurück und kann mich alleine filmen, ohne dass Vanessa mich maßregelt und mir sagt, was ich sagen soll, so wie sonst immer. Die Zettel, die sie mir schreibt, die ich vorlesen muss, wo ich sie lobe und sonst irgendwas. Aber sie hört mich. Oder, Vanessa? Hinter diesem Vorhang hat sich Vanessa versteckt. Das ist nicht sonderlich geschickt von ihr, weil ich sie höre, wie sie da rumwerkelt und sich nicht beeilt und ich hier faul rumsitze, weil ich einfach fertig bin. Weil ich heute, wie gesagt, immer noch Fußball spielen war und ich echt herbelang keinen Sport mehr gemacht habe und ich jetzt echt fertig aussehe auch noch, ey. Ich soll mich gar nicht filmen, so. Das ist nicht so schön. Ganz gut. Was findest du gerade? Mich. Warum? Was haben da irgendwer eigentlich bitte geschrieben, was wir für eine Challenge machen können? Nee. Haben wir das überhaupt gefragt? Das haben wir im Video gefragt. Ja, das ist noch nicht online, du Talent. Nein? In der Challenge haben wir das gefragt. Der heute um 18 Uhr fast pünktlich erschienen ist. Der ist pünktlich erschienen. Der ist pünktlich erschienen. Ich habe ihn um 18 Uhr geguckt, ich war der Erste. Das glaube ich dir nicht. Doch, da stand null Aufrufe. Ich habe ihn um 18 Uhr, genau um 18 Uhr geguckt, aber durch Zufall, weil ich da wieder da war. Und meine Beine hochgelegt habe und dachte ich. Weil du ein unsportlicher Mensch. Ja, voll leider. Ich glaube, ich muss auch mehr Sport machen. Mehr. Aber ich weiß nicht was. Moment, ich habe keinen Bock auf Laufen gehen. Wie wär's mit Ballett? Das finde ich echt cool. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das cool. Dann mach doch Ballett. Aber ich wollte das Klavier, mir ein Klavier holen und ein Klavier lernen. Ich glaube, ich aber das Klavier ist kein Sport. Ja, Sport. Oder du machst das im Handstand. Mit den Zehen. Mit den Zehen, ja. Das könnte ich machen. Aber meine Zehen sind dafür nicht voll. Nee, nicht habe. Kannst du mich doch nicht so filmen, wenn ich hier so rumhänge? Du hängst Abhänge. Die ganze Zeit so rum. Dein Leben lang. Mein Leben lang hänge ich so rum. Hallo Pierre. Hallo Pierre. Tja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach alles so verwirrend. Diese ganze Welt des Internets, der ganze Daily Vlog. Außerdem habe ich nicht das kleine Mini-Klavier, wo ich meine Intro-Melodie. Und ohne Intro-Melodie habe ich nicht keine das Gefühl, Intro. Dass es mein Daily. Keine Competition. Undaily-Vlog ist. Undaily-Vlog, aber. Es ist im Moment fast der zweite Tag, wo ich in einem Video auftauchen darf. Und, wie gesagt, nochmal nächsten Samstag eine Whisper-Challenge. Nee. So viel? Nein? Lip-Reading-Challenge. Ach ja, Lip-Reading-Challenge, Whispers-Challenge. Das war halt leider. Jetzt kommen wir noch etwas aufregendere Sachen. Tschüss zusammen. Tschüss. Have a nice Feierabend. Ja. Sag ich dir gleich Bescheid wegen dem Tor, oder? Ja. 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 Es wird hell, ich hasse es, wenn es hell wird und man nach Hause kommt und dann die Vögel gleich aus. Digga, es ist erstmal. Ja, trotzdem. Ja, aber die Sonne geht gerade schon auf. Und ich wohne relativ in der Nähe vom Zoo. Vom Licht. Es sind nicht nur Vögel, die laut sind, es sind auch Zootiere, die laut sind. Das tut mir nicht leid für dich. Und ich hasse das, wenn. Tschüss. Dortmund hell stellt die Dinger. Echt? Ja. Morgen, Jonissel. Was geht da? Wir haben jetzt 4.45 Uhr und gehen jetzt gerade zum Parkplatz. 5.45 Uhr? 4.45 Uhr. Ich meinte nach Winterzeit, nicht Sommerzeit. Ah. Ich habe eine Schwebstafel, jetzt kann ich das ABC zu Hause lernen. ABC? ABC. Jetzt werde ich finde es sehr aktiv. Geil, dass wir so früh frei ich finde das auch mega, weil ich wirklich herbe fertig bin. Ja. Aber ich habe keinen Bock, dass es jetzt schon hell ist. Das mag ich am Winter. Ja, also ich bin auch. Froh, dass man jetzt natürlich nicht kratzen muss, aber
Im Winter ist es geil, du kommst um 5, 5:30 nach Hause und es ist halt immer noch stockdunkel. Du hast zumindest das Gefühl, dass es noch mitten in der Nacht und halbwegs normal ist, nach Hause zu kommen. Dem ist so. Außerdem wird es jetzt hell und die Vögel sind auf jeden Fall schon ich sehr aktiv. Ich kann meinen Arm nicht mehr hochhalten. Dann nehme ich die Kamera. Außerdem habe ich ja wirklich sicher unfassbar blass aus. Das ist mir in dem letzten Video schon aufgefallen. Oh, Vögel. Ich bin total aktiv jetzt. Ja. Oh, Achtung. Achtung. Kannst du kurz meine Dings halten? Oh, natürlich. Ich kann alles meine Schlöfstafel. Wir sind gerade im wunderschönen Westfalenpark. Eigentlich könnten wir noch jetzt auf diese große Schaukel gehen. Nein. Nein, die ist zu weit. Die ist am anderen Ende. Das machen wir nächstes Mal, wenn wir eher Feierabend ich haben. Ich will nach Hause. Ich will auch nach Hause. Im wunderschönen Westfalenpark. Für alle, die aus Dortmund kommen und den kennen. Hallo, das wie ist... Solche Blumen gibt es hier im Westfalenpark. Weißt du, wie die heißt? Nö. Ich auch nicht. Blume. Blume. Von Marc. Wir drehen uns hier einmal. Tja. Blume von Marc ist das. Und alle fragen sich, wer ist Marc? Wer ist diese Marc? Wer ist diese Marc? Wollen wir noch einen guten Morgenlied singen? Oh, was ist das denn für ein Licht? Oder ist das die Sonne? Das ist nein. Ich meine Schönheit. So. Ah! Ups, ich habe Vanessa vergessen. Vanessa vergessen, dass sie hinter mir ist. Und habe sie in dem Drehkreuz eingeklemmt. So, wo hast du denn geparkt, Zelle? Auto. Ah, da. Wo ist mein Auto? Neben deinem. Ach, guck mal, dann haben wir ja noch ein paar Meter, die hier zusammen laufen können. Ja, das haben wir ja Glück gehabt. Dann kann ich ja gleich meine neue Tafel, die ich gegen mein Auto werfen. Keiner mehr da. Nee, Feiern. Also nie ein Mensch. Gar kein Null. Null Menschen. Null Menschen. Zero. So, ich muss jetzt leider wegmachen. Will sie nicht durchgehen. So stellt sie sich an. Weißt du, läuft da drei Tage mit den abgefucktesten, wie heißt das, Augenbrauen, Wimpern rum? Was hat das mit dem Busch zu tun? Und läuft da nicht durch. Darf ich dein Auto filmen und dein Kennzeichen? Nein, darf ich nicht. Ich will noch dein Auto und dein Kennzeichen. Nee. Kannst du mal die Finger vom Mikro nehmen, sonst muss ich das alles rausschneiden. Nein, ich glaube, ich habe mal die ganze Zeit meinen Finger auf dem Mikro ernsthaft gelassen. Jetzt? Ich glaube wirklich. Dann kommt alles raus. Dann kommt alles raus und ihr werdet nicht erfahren, was ich vorhin gesagt habe. Sagst du jetzt tschüss? Jetzt sage ich tschüss. Oh Gott, ich kann mich gar nicht trennen. Ich nehme die Kamera mit. Wenn du mal in Urlaub, fährst. Ja, gerade da film ich doch, du Opfer. Ach ja. Ach verdammt. Talent. Wenn du mal in ein Urlaubsland fährst, in dem es keinen Strom, kein Internet oder gar keinen Empfang, wenn du zum Mittelpunkt der Erde reist. Oder in den Erdkern reisen möchtest, dann in der Zeit würde ich deinen Vlog übernehmen und mich filmen und alles hoch. Ja, ich habe private Sachen gefilmt. So, nein, Spaß. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mal wieder rein darf. Und bis dahin, schreibt mir weiterhin bei Snap. Nein, ich bin jetzt ruhig. Tschüss. Tschüss. Bis morgen.